Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Dragoon für die PS1. Im letzten Part haben wir in Demingrad festgestellt, auch wenn der Kristallpalast eingestürzt ist, es geht allen soweit gut. Shana ist ein bisschen erschöpft, weil sie hat durch irgend so ein komisches Licht alle beschützt. Und wir begeben uns jetzt zum Berg des sterblichen Drachen, um den Götterdrachen herauszufordern. Ja, das ist so der Plan. Mal gucken. Mal gucken, wie das so wird. So, auf jeden Fall wollen wir hier erstmal durchrennen. Hier scheint es erstmal noch nichts weiter zu geben. Okay, ah. Da haben wir eine Truhe, eine Kiste. Auch immer mit einer Angriffskugel. Ah, okay. Kann praktisch sein, muss aber nicht. Je nachdem, was für ein Angriffszauber dabei rauskommt. Naja. So. Ich würde sagen, ich gehe erst hier in die Höhle rein, weil ich die Hoffnung habe, dass ich da unten aus der Höhle wieder rauskomme. Um zu der Kiste zu kommen, die da liegt. Jaja. Jaja. Das ist der Plan. Mal gucken, was aus dem Plan wird. So, Haschel haut hier erstmal ordentlich zu. Zack, nimm das. Sehr gut. Na bitte. Das ist doch schöner Schaden, den er da macht. Ja, ja, ja. Gleich mal in einem neuen Gebiet einfach den ersten Gegner one-hitted. Nice. Und das mit einem nahezu nicht trainierten Zusatz. Ist schön. Sieht nicht so aus, als würde ich über den Weg da unten hinkommen. Okay, dann gucke ich mir mal da drüben den anderen Weg an. Wo der mich hinführt. Ach, nur zu dem Item. Okay. Ich verstehe. Eine Geistreinigung, ja, meinetwegen. Meinetwegen, die Zustandsveränderungen, die eine Geistreinigung heilt, die können schon nervig sein. Also was wie Angst, Verwirrung, Entmutigung, bäh, alles doof. Und ja, da habe ich gerne die eine oder andere Geistreinigung mehr dabei. Okay, wieder so eine komischen Seepferdchen-Viecher. Also Flatter-Seepferdchen. Was auch immer das sein sollen. Super-Seedrache. Aha. Okay. Und Mörderspinne. Schauen wir zunächst die Mörderspinne weg. Weil, wenn die irgendwelche Erdspells drauf hat, würde sie damit Albert ordentlich Schaden machen. Und das finde ich doof. So. Nimm das! Bauen wir hier den Superseedrachen weg. Spinnweben. Bläh. Ekelhaft. Ekelhaft. Naja. So, Dato. Verteidig's erstmal, um dich ein bisschen zu heilen. So, wenigstens etwas. Kacke. Das wollte nicht so, wie ich das gerne hätte. Naja. So. Jetzt wollte auch der Orkanstab wieder. Das ist schön. Ja. Ach du Scheiße. 720. Ja, Albert hat halt immer noch keinerlei magische Verteidigung. Es ist so schlimm. Er frisst so viel Schaden dadurch. Naja. Nimm das! Kann man halt nichts machen, ne? Wenn er so viel Schaden fressen will unbedingt, meinetwegen, müssen wir halt mitleben. Pff. So. Gut. Und dann geht's hier jetzt einmal durch.
Weil einen anderen Weg gibt's ja nicht mehr. Na denn. Auf in die Hülle des Löwen, Drachen. So, okay, ich vermute mal, wenn ich hier lang gehe, dann komme ich bei dem oberen Item raus. Ist jetzt zumindest meine Vermutung. Was anderes könnte ich mir da jetzt gerade nicht vorstellen. Mal sehen, ob ich recht habe. Nach dem Kampf hier natürlich. Ganz klar. Ja. Aua. Ihr tut auch nicht wenig weh. Da hauen wir doch dann auch mal mit Dart mit drauf. Okay. Elektroviecher, also Blitzviecher. Sodass sie auch schön keinerlei Schwäche haben. Super. Aua. So schmerzhaft, du Arsch. So, erstmal hier ein bisschen verteidigen. So, dann nehmen wir mal den hier als nächstes aufs Korn. Und zapp. Die letzte Überfahrt. Da steht zwar ein bisschen anderer Text, aber gut. Wenn Haschel der Meinung ist, das Ding heißt die letzte Überfahrt, dann wollen wir ihn mal in der Überzeugung lassen. So, Albert, du verteidigst mal ein bisschen weiter. Ups. Das war zu früh. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Aber das reicht trotzdem. Okay, perfekt. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Na denn. Mal schauen, bestätigt sich meine Theorie? Aber natürlich. Gut, das war auch offensichtlich. Ja, aber trotzdem. Oh, eine Heilungsbrise. Nice. Das finde ich schön. Sowas nehme ich gerne mit. Okay. Na dann. Weiter im Text. Gehen wir hier unten nochmal lang. Dann kommen wir zu dem unteren Item. Schade, dass das hier immer wieder die gleiche Map ist, sage ich mal. Also, dass da eine und dieselbe Map einfach mehrfach verwendet wurde. Ist ein bisschen blöd, aber naja. Was will man machen? Hallo, Spinni. Wow, du machst viel Schaden, Spinni. Das gefällt mir gerade nicht. Also nicht so wirklich. Komm. Hauen wir dich weg. So, und tschüss. Sehr gut. Okay, Albert. Hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Dass du ihn einfach weggehauen hast. So, gucken wir doch mal, was haben wir hier noch? Eine Giganto-Rüstung. Na, die ist doch sicherlich für Kongol und für niemand anders. Oder? Kann doch jemand anders eine Giganto-Rüstung tragen? Du scheinbar nicht. Rose vermutlich auch nicht. Nee. Schade eigentlich. Naja. So, was haben wir hier? Auch nicht. Aber die Angriffsmarke erhöht den Angriff nochmal stärker. Oh.
Warum eigentlich nicht? Komm. Komm, Haschel. Du bist sowieso schon ein recht guter Angreifer. Machen wir einen besseren Angreifer aus dir. So. Okay. Nee, die Wirbelglaive ist nicht so gut wie der Speer der Speer des Schreckens. Oder was auch immer das heißen soll. Okay, auch nicht. Ja, dann bleibt ja nur Kongol. Da haben wir so die Gigantorüstung. Holy shit. Ich meine, er hat mit 112 schon eine verdammt hohe Base-Verteidigung. Und durch die Gigantorüstung einfach mal noch mehr. Alter, wird das erhöht. So. Wobei, ich glaube, du könntest die Agilität plus 20 eigentlich ganz gut gebrauchen. So. Machen wir das mal so. Und laufen hier wieder zurück. Mensch, den Tunnel kennen wir jetzt schon. War zwar nicht immer derselbe, aber er sah halt immer identisch aus. Wie gesagt, sowas finde ich eigentlich immer ein bisschen schade. Aber naja, man kann nicht alles haben. So, ach, schon wieder dieser Tunnel. Natürlich. Und schon wieder kommt hier drin ein Kampf. Wow. Wow. Okay. Na? Ja. Damit komme ich klar. Das Seepferdchen kenne ich. Den Seedrachen. Entschuldigung. Ich wollte hier nicht diskriminieren. 308. Geiler Schaden. Das sehe ich sehr gern. So, Haschel, du haust mir hier den Seedrachen nicht um, weil du vorbeischlägst. Tolle Sache. Ganz tolle Wurst. So, dann hauen wir aber das Spinnchen mal um. So, und jetzt wird Haschel wahrscheinlich gleich wieder dran sein. Ja. Weil er ist doch ein bisschen was schneller als Albert. Und jetzt hauen wir das Ding nochmal kaputt. Dankeschön. So wollte ich das sehen. Perfekt. Perfetto. So, dann mal kurz gucken, was die Zusätze sagen, weil ich glaube, ja, Hagel des Stücks ist jetzt gerade eben aufgelevelt worden. Okay, macht mehr Schaden, bringt aber immer noch so wenig SP. Schade. Weil 20 SP ist wirklich wenig. Könnt mir mal den 5 Ringschlag ansehen. Ja. Wechseln wir hier mal kurz auf den 5 Ringschlag und bei Albert. Ah, wusste ich doch, der Orkanstab jetzt ausgelevelt. Das heißt, wir gehen hier jetzt auf den Wirbeltanz. Ah, der ist so kompliziert. Egal. Komm, das kriegen wir hin. Bestimmt. Ich hoffe es zumindest. Und wenn nicht, naja, dann ist es so. So. Dann hier nochmal nach oben. Ich hoffe, ich finde hier nochmal irgendwas für eine Komplettheilung. Hallo Drachi. Er kommt vom Gipfel des Berges des sterblichen Drachen. Das war Zauberkraft. Verdammt mächtige Megamagie. Was auch immer das ist, dort müssen wir hin. Ach was, Haschel. Dankeschön für den Hinweis. Mensch, darauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Als ob er seinen Zorn an der ganzen Welt auslässt. Den Zorn auf die Winglies, die ihn eingeschlossen haben. Und uns Menschen, die die Drachen beherrscht haben. Bedeutet das dann, dass Deningrad als Ort der Kriegserklärung gewählt wurde?
Wir klären das auf dem Gipfel des Berges des sterblichen Drachen. Und zwar bevor ihm die nächste Stadt zum Opfer fällt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja. Huiuiuiuiui. Na dann. Der Drache ist so ein bisschen aggro drauf. Habe ich so das Gefühl. Keine Ahnung, wie ich drauf komme, aber ich denke mal ja. Okay, hier haben wir zumindest einen Speicherpunkt. Und ich kann keine Items mehr tragen. Okay. Ist aber kein Problem. Wir hatten ja noch eine Heilungsbrise gefunden, die wir dann direkt mal nutzen können. So, was haben wir denn hier? Total verschwinden. Ja, okay, meinetwegen. So, einmal gespeichert und weiter geht's. Bin ich jetzt hier schon direkt beim... Ja, bin ich. Moment, ich wollte gerade nochmal schauen. Weil das sieht so merkwürdig aus, wie das da hochfliegt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als könnte ich mich dort heilen. Wenn ja, wäre das ziemlich cool. Ui, euch kenne ich noch nicht. Grashüpferdrachen. Ja, fieser Drache, okay. Hush! 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 Hey! Nimm das! Hunting Timmersack! Okay. Und da steht jetzt gar kein Text in Weiß. Hm. Merkwürdig, aber na gut. Meinetwegen. Oh nee, betört? Ehrlich? Komm. Shit. Es hat nicht gereicht. Aua. Es tut doch weh, Mann. So, nochmal auf den fiesen Drachen drauf hier. Da habe ich gerade ein bisschen spät reagiert. Naja. Ist ein neuer Zusatz. Da darf man das mal. Was? Das war rechtzeitig, komm schon. Das war genau im richtigen Moment. Meine Fresse. Dummes Spiel. Will mich ärgern hier. Naja, gut. Wenn's der Meinung ist. So, ich hab doch hier sicherlich die Möglichkeit, mich voll zu heilen, oder? Würde mich wundern, wenn nicht. Nee? Echt nicht? Das ist doof. Na gut, dann halt nicht. Puh. Mir doch egal. Bin ich umsonst zurückgerannt. Schwertergeklirr. Nein. Hat denn schon jemand anderes begonnen, ihn zu bekämpfen? Kommt! Wir müssen in jedem Fall helfen. Okay, also ich habe jetzt kein Schwertergeklirr gehört. Aber wenn Dart der Meinung ist, da wäre welches gewesen, dann wird da bestimmt welches gewesen sein. Mit Sicherheit. So, mal gucken. Stimmt, ich habe ja auch... Ich habe ja keine Sonnenrhapsodie mehr. Das ist doof. Ich glaube, ich lege eine Körperreinigung ab. Hier, weg damit. So, mal schauen, was haben wir hier? Ehrlich. Wow. Okay. Okay. Mensch. Habe ich ja genau das richtige Item abgelegt, um hier mit plus minus null rauszugehen. Tolle Sache. Super Sache das. So, hauen wir erstmal hier die Mörderspinne um. Aber nicht so. Ha! Ha! Ha!
Wirbeltanz! Sehr gut. Der Wirbeltanz. Einer der stärksten Zusätze, die ich aktuell habe. Ich glaube sogar der stärkste mit 250%. Ich mag ihn an sich. Aber er ist halt verdammt schwer auszuführen. Och nee, nicht schon wieder. Na, wenigstens hatte Dart gerade angegriffen. Dadurch haben wir jetzt hier erstmal Haschel dran. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So muss das aussehen. Genauso und kein Stück anders. Na denn. Aufi. Auf geht's, Mann. Ihr könnt jetzt zurückgehen. So würde niemals jemand denken. Kann ich mich einen Moment entschuldigen? Du bist die Vertreterin der Winnies. Komm schon. Gehst du zurück in den Wald, dich verstecken? Hey, hey, war nur ein Witz. Wenn ich es... Was? Ich es kann, kriegt ihr es auch? Egal. Ich habe mich entschieden. Na jedenfalls, wenn die Leute von Sergio das hier mitbekämen, würden sie alle aus den Latschen kippen. Dann mal los. Aha. Lloyd. Mit dem Drachentöter. Lloyd? Es ist früher als ich dachte. Tja, das ist der künftige König der Drachen. Selbst mit dem Drachentöter, der genau zu diesem Zweck geschaffen wurde, war er ein harter Brocken für mich. Aber jetzt ist er fast tot. Ihr braucht euch nicht mehr zu bemühen. Willst du damit sagen, du hättest gegen den Götterdrachen gekämpft? Du hast das Siegel des stärksten aller Drachen geöffnet, aber du konntest ihn nicht beherrschen. Nicht wahr? So war es doch, oder? Warum redet ihr so viel? Wir können diesen Mann jederzeit töten. Jetzt müssen wir zuerst den Götterdrachen erledigen. Die heilige Schwester von mir ist so. Ich sehe den Ersatz für dieses Mädchen. Wie bequem für uns. Ruhe. Schönes Drachi. Ganz schönes, braves Drachi. Ja. Okay. Kampf gegen Drachi geht los. Hey, Mensch. Ist ja ganz toll. Nun gut. Hallo Drachi. Drachenblockierstab. Der ist irgendwie kaputt gegangen. Okay, nee, es hat aber gewirkt. Okay. Dann ist gut. Dann ist ja in Ordnung. Göttlicher Drache. Na dann, du göttlicher Drache. Ach Mist, das war zu früh. Das habe ich direkt gesehen. Ups. Das auch.
Meine Fresse, ich kann die Zusätze nicht mehr ordentlich einsetzen oder was. Naja. Was soll's? Ja. Komm mal rauf da. So. Ne? So setzt man den Zusatz komplett ein. Okay, das war, ja. Schweigen wir drüber. Aber hier schmeißen wir erstmal eine kurze Heilung. Und wenn ich jetzt gerade mal so auf die Uhr gucke, frage ich mich, warum ich das jetzt in dieser Folge gerade noch mache. Denn, nee. Nee, das würde zu lang werden für die Folge. Deswegen, sage ich mal, beenden wir das Ganze hier, also die Folge für heute. Und in der nächsten Folge machen wir den Götterdrachen dann platt. Das klingt doch nach einem Plan. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.